Willkommen zurück zu einer weiteren bösartigen Rizzlord-Folge Orcs Must Die 3. Freut mich, dass du da draußen wieder ganz böse mit dabei bist und natürlich auch ein Dankeschön an all die Menschen, die das letzte bösartige Video mit einer Bewertung unterstützt haben. Es geht weiter auf dem super mega schweren Schwierigkeitsgrad. Wir machen den Seiteneingang und wenn ihr da draußen mich ein wenig unterstützen wollt, geht ganz easy, geht ganz schnell, einfach nur eine kleine Bewertung dalassen. So. Wir nehmen mal den hier mit, Ring der Stürme. Und wir nehmen uns, meine Freunde, den Geisterkrug, den nehmen wir auch mal mit. Ich will die mal ausprobieren. Experimente auf dem schwierigsten Schwierigkeitsgrad. Kann das was werden? Wir werden es rausfinden. Zauberin, wenn nur der älteste lebende Kriegsmagier Risse öffnen kann, würde das nicht bedeuten, dass... Ja, Kersey. Der älteste ist Meister Cygnus, sofern er noch am Leben ist. Aber warum sollte Meister Cygnus Risse für Orks aus anderen Welten öffnen? Ich weiß, dass Risse Magie liefern. Doch diese Art von Magie ist keine positive Kraft. Halte die Orks in Schach. Ich muss woanders nach Antworten suchen. Na toll, wir müssen uns um die bösen Jungs kümmern, während sie Urlaub macht. Einfach super. Ich bin immer Alright, bereit. Let's go. Let's go. Das wird schwierig. Wir haben coole Gadgets. Wir die werden alles Feinde hier schon raushauen, sich das geht. Vor, eines unserer Tore aufzubrechen. Sie haben ein Tor aufgebrochen. Ah! Let's go. Ich werde sie auf jeden Fall so lange wie ich kann hier im Schacht halten. Mit Blitzen und was ich alles habe. Und dann schauen wir mal, dass wir hier oben schon so viele wie möglich töten. Aber es wird mies. Es wird mies, Freunde. Bam, 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 bam. Komm schon, komm schon. Ich werde niemanden in den Riss lassen. Dass wir schon mal die Dicken los sind. Jetzt kommen sie. Haltet mir den Popo frei. Habt ihr gehört? Steve will seinen Popo frei gehalten haben. Jetzt geht's los. Dicker holen. Schon, komm, schon, komm, schon, komm, schon, komm, schon, komm, schon. Oh, da werden sie auf jeden Fall gebrutzelt. Das sieht ganz gut aus. Alright. Besser geht's nicht. Unsere Feinde brechen an anderer Stelle durch. Vorsicht, mehr von denen hier. Unsere Feinde sind erneut durchgebrochen. Oh nein, jetzt schon Jäger. Oh, ich habe ihn getroffen. Alter, die Reichweite von dem Ding ist schon geil, ne? Mann, diese kleinen Kerle sind so schnell. Diese kleinen Kerle sind so verdammt schnell. Die lösen unsere Fallen ebenso aus. Okay, der Zauber hier wird mir noch ein bisschen Unterstützung geben. Alter, wie lange lebt denn Mana? Was genau war er nochmal, der Boss? Blitz geht so schnell, Mana dauert ewig gefühlt. Komm schon, hol den Dicken, hol den Dicken, hol den Dicken. Selbst ihre Stärksten sind machtlos gegen mich. Was? Oh mein Gott. Und die Barrikade? Versuchen wir das nochmal. Oh, oh, oh. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Es sind irgendwelche Sprenger noch mit dabei. Egal, solange sie hier hinschuten, ist alles easy. Ich muss die Sprenger holen. Ich will nicht, dass meine Barrikade drauf geht. Oh, die eine Barrikade ist richtig gut beschädigt. Ihr Boss ist Geschichte. Oh Mann, mies, 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 mies. Okay, neu bauen, schnell. Ups. Naja, ist da das so schnell. Da kommen weitere Feinde. Nicht rechnen. Das ist erstmal gar nicht so das wahnsinnig schlimm. Das Geile ist, die rennen auch noch weg hier. Schon, geht drauf. Brutzel sie weg. Oh,
Oh, jetzt kommen auch noch irgendwelche Dämonen. So fühlen sich also. Eieieiei, was trifft mich denn hier schon wieder? Dass die Unchained die Fähigkeit haben. In unserem Rissraum sind Feinde. Alter, gerade wird's unangenehm. Oh, noch ein Bergtroll. Was genau war er nochmal, der Boss? Ist down, irgendwas haut mir hinten aber trotzdem noch auf die Fresse. Nicht gut, es nimmt ja gar kein Ende. Okay, hier hätte ich dann doch eine andere Wandfalle noch mitnehmen müssen. Ich werde niemanden in den Riss lassen. Alright. Mal hier umbauen. Genau da. Da kommen weitere Feinde! Besser so. Geht's nicht. Geht ihn auf den Sack! Effizientes Platzieren. Alle tot? Gleich effizientes. Sehr gut. Immer die hier wegholen, weil die machen so einen Mörder-Damage. Die müssen schon jemand. Ich bewundere ihre. Okay, keiner kommt durch. Ich kann mich hier ein bisschen hochhalten. Das Gute ist, sie können mich nur einmal hitten und dann drehen sie durch. Kein besonders guter Anführer. Hau ihn weg. Nice. Eine Barrikade wird angegriffen. Alter, die Barrikade wird schon wieder bombardiert, weil da irgendwelche Sprenger da hinten sind. Die Sprenger gehen mir so auf den Sack. Ich kann nicht in die Nähe von meinen eigenen Barrikaden, weil sonst werde ich mit denen gesprengt. Come on. Selbst ihre Stärksten sind machtlos gegen mich. Eieiei, Kumpel. Könnt ihr auch die Barrikaden beschädigen? Gibt ja gar kein Ende. Bitteschön. Kein Ende hier, ne? Okay, jetzt will ich erstmal hier schön den Bergtroll. Was ist da hinten noch am Leben? Was ist das? Ein Heiler. Und den Barrikaden geht's ansatzweise gut. Da kommen weitere Damit Feinde! Damit werden sie nicht rechnen. Das sollte funktionieren. Bitteschön. Einfach reinrennen, Jungs. Genießt die Vermetzelung. Von was genau war er nochmal der Boss? Oh, ich hab noch keinen Blitz. Mies. Das Geile ist, wenn sie halt dadurch wieder zurückgetrieben werden, müssen sie halt x-mal wieder durch, ne? Hui. Ein Feind weniger. Hui. Bams. Bams. Der große Böse ist besiegt. Ah, Lebensenergie geht wieder hart down. Feinde beim Riss. Oh Gott, warum gehen die nicht drauf? Ich werde niemanden in den Riss lassen. Bergtroll, komm schon. Nice. Ihr Boss ist geschafft. Alter, da kommt ja noch richtig viel. Ich habe noch 1 Minute 23. Du bist so langsam. 1 Minute. Die sind anscheinend hier die letzten. Zeigt mir eure Entschlossenheit. Ey, hier, Mr. Geisterheiler, Sir. Noch ein Bergtroll. Gewinnen yes. Mir offenbar sehr leicht. Hui. Alles klar, neuer Highscore. Gut eingeengt und sehr gut bombardiert.
hab gesehen, was da alles angewackelt gekommen ist. Das war schon echt eine Menge Stuff. Direkt mal ins nächste reingucken. Glaubst du, die Zauberin wird bald wieder zurück sein? Wir kommen ziemlich gut allein zurecht. Hey Kelsey, woher weißt du so viel über Risse und den Orden? Ich studiere immerfort, Egan. Ich will alle Antworten kennen. Dann sag mir, warum Klebstoff nicht in der Tube haftet. Sowas von bereit. Tja, warum ist das so mit dem Klebstoff? Schreibt es in die Kommentare, ich will es auch wissen. Die Feinde bereiten sich darauf vor, eines unserer Tore aufzubrechen. Das Tor ist zerstört. Oh nein. Ich kriege jetzt schon hart auf die Fresse. Da kommen sie. Oh, Bogenschützen. Ihre Fernkampfangriffe haben eine hohe Reichweite. Ja, das weiß ich noch von den Simulationen. So, ich schaue mal, dass ich hier so viel wie möglich wegfetze. Aber die Ork-Bogenschützen machen mir das Leben schwer. Ich brauche mehr Leben. Ich brauche mehr Leben. Ob hier schon Sprenger kommen, also Sprengschützen? Wie viel könnt ihr standhalten? So, wait. Ich muss immer noch dazulernen. Da bin ich RIP. Das werde ich nicht nochmal zulassen. Ich werde niemanden in den Riss lassen. Okay, komm mal mit. Ja, dann kann ich hier schon mal ein bisschen was bauen. Au. So, weil die sind hier so schnell durch. Besser geht's nicht. Da kommen weitere Feinde an einer anderen Front an. Vorsicht! Unsere Verteidigung wurde erneut durchbrochen. Alter, wie schnell die an mich ran wollen, ne? Kommen wir nicht zum Bauen. Ich komme nicht mal zum Bauen. So schnell sind hier zigtausend Gegner an der Front. Diesmal ist er nicht für die Schmerzen verantwortlich? Nein. Diesmal ist es Dynamit. Das war aber noch nicht alles, oder? Nö. Da kommt noch einiges hinterher gewackelt. Das Problem ist, die stehen so weit hinten. Ich treffe die nicht bei meinen Tactics. Effizientes Platzieren. Da kommen weitere Feinde. Oh Gott. Dass mir so etwas passiert. Ich musste nur kurz etwas im Riss holen. Ja. Alte Ausreden. Okay, ich erwisch noch alles, oder? Oh, sieht gut aus. Da kommen aber schon wieder die nächsten. Die kommen nicht zum Bauen. Ah, jetzt kommen hier noch welche. Okay, wait a moment. 8 Minuten, Welle 3. War das irgendwelche Sprenger eben? So. I'm back. Das ist die perfekte Stelle. Da drüben kommen auch schon wieder welche. Der große Böse ist besiegt. Oh, 2 von denen. Mies, Alter, mies. Gott sei Dank habe ich die Flasche mitgenommen. Ist gerade ganz nett. Was genau war er nochmal, der Boss? So, ich brauche hier mehr. Das sollte funktionieren. Da kommen weitere Feinde.
Okay, gerade kommen sie anscheinend nur hier. Ja, jetzt kommen sie aber auch hier. Oh, wow, 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 wow. Selbst ihre Stärksten sind machtlos gegen mich. Sehen wir's durch. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Nein, nein. Nein. Oh. Der Orden braucht mich. Lebe. Dudes. Ich bin zurück. Die Orks wird es kaum wundern. Also die Karte ist ja brutal. Hm. Kein besonders guter Anführer. Und da kommen schon wieder irgendwelche, die durchgehen. Dafür brauchen wir Münzen. Münzen? Arbeite dran. Einer. Wie kommt ihr damit zwei. Zurecht? Noch ist alles sauber, noch ist alles gut. Ein Feind weniger. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Yes. Okay, 5,20 zeitmäßig finde ich eigentlich ganz anständig. Ich heiße diese Torheit willkommen. Alright, ich versuche zu flitzen und eine Killbox wenigstens so effizient wie möglich zu gestalten. Nie so gut wie ich. Wie sieht's denn hier aus? Alright, gerade läuft's. Ihr Boss ist gerade läuft's. Ein weiterer weiser Schachzug des großen Morgen. Bitteschön. Bitteschön. Der große Böse ist besiegt. What? Ey, großer Böser! Bleibst du hier? Die müssen schon jemand Stärkeres schicken. Oh, die Großen gehen durch. Zum Glück kann ich teleportieren, ha? Huh? Ich Einer. Werde niemanden in den Riss lassen. Zwei. Mana-Trank da hinten noch für Not. Fälle. Dicker fetter Bergtroll. Spürt meine Macht. Oh Gott, da hinten kommt aber noch irgendwas. Was ist das? Okay, der hier. Von was genau war er nochmal der Boss? Oh. Unangenehm. Autsch. Oh, nö. Was kommt denn da noch? Bogenschütze. Uff. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ein Feind weniger. Oh Gott, nee. Ihre Stärksten sind machtlos gegen mich. Wie übel ist das alles? Da kommen weitere Feinde. Ich habe keine Zeit zu bauen, ne? Damit werden sie nicht rechnen. Leck mich doch am Bippel. Ganz schön übertrieben, was hier abgeht. Ich könnte der beste Kriegsmagier aller Zeiten sein. Ganz schön übertrieben.
Nein, 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 nein. Ihr Boss ist Geschichte. Oh mein Gott. Die müssen schon jemand Stärkeres schicken. Oh, oh no, no, no. Kein besonders guter Anführer. Oh. Oh Gott. Oh Gott, fucking Bergtroll. Samana? Oh, ja. Ja, 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 Lebensretter. Der große Böse ist besiegt. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Oh mein Gott! Die letzten Sekunden! Leck mich doch am Schlong! Alter, du kommst ja nicht mal zum Geld ausgeben! Du kommst ja nicht mal zum Geld ausgeben! Das ist ja Wahnsinn! Boah, wir haben es hinbekommen, keiner ist durch, die letzten Sekunden. Ich kam nicht zum Geld ausgeben, da ging nichts. Das war nur noch reinhasseln. Gespaltene Treppen wird das nächste. Das wird auch super schwer. Das wird super schwer. Das war ja schon schwer auf normal. Na gut, jetzt habe ich bessere Fallen. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Igitt, bist du ein widerlicher Typ? Ja. Bäh. Ekelhaft. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Und tschüss. Bewerten.